Willkommen zurück zu Dust Analyse hinterher. Wir sind immer noch im Dorf Schlammingen. Bei der letzten Folge ist ja von dem kleinen Bobo hier vor mir der Vater verstorben, weil wir ja nicht rechtzeitig waren. Es scheint leider so vom Spiel vorgegeben worden zu sein, wie es damals bei Aerith war, in Final Fantasy VII. Und ja, gab ja damals auch viele Gerüchte und sonstige Sachen, wie man diesen Tod angeblich verhindern könnte. Aber ich glaube eher nicht so wirklich dran. So wird es wahrscheinlich auch hier gewesen sein. Gut, reden wir mal mit Bobo. Are you okay, Bobo? Is there anything I can do? It just doesn't seem real. Pa's gone and I wish... What is it? Well, I wish I could give him a proper send-off, you know? My whole life he'd been telling me about visiting those snowy mountains on the surface. And now he'll never get to see it. Not unless I help him. Dust, do you think, somehow, you can try and get me some snow? I think Pa would really appreciate it. Schnee nachs Schlamming bringen, ob der so lange hält, ich weiß ja nicht. Of course, Popo. I understand. When I'm in the mountains, I'll remember to bring you back some snow. Promise. Thank you, Dust. Oh, thanks so much. Honestly, Dust? Snow? How do you intend on keeping it cold? This is important to him, Fidget. We'll find a way. Wie wär's mit einer Kühlbox? Hahaha, gab's ja damals noch nicht. Zumindest in so einer Zeitepoche. Ah, na gut, dann... Haben wir eigentlich diesen alten Gehstock gefunden für den Alten? Ich weiß es gar nicht. Das war auch eine Quest gewesen. Are you ready to leave, Dust? Und da sollte ich... einen Gehstock finden. Für auch so eine komische Bohne. Was, ich nenne das jetzt einfach Bohnen, diese Typen hier unten. Und ja, danach sollte die Quest eigentlich beendet sein. Müssen wir mal gucken, ob wir den gleich nochmal finden. I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor Lady Tethys mentioned. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow. Nennen das Gebiet auch Sorgenwiese. Hört sich ja super an. The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood Death Gulch and Endless Pain Hill? Schön. It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something nefarious emanating from its foundations. Oha, okay. Well, that's great! Really, I'm excited. How about you, Dust? I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. Der wird langsam genauso bekloppt. So, schauen wir mal, wo ist dieser Typ? Der war hier oben irgendwo. Hier war es nicht. Okay, das war zu hoch. Wir gehen nochmal runter. War das hier? Hier ist er. You don't find my stick? No! What are you doing standing around? Was für ein Stock? Du hast doch einen Stock. Warte mal, wir können ja hier durch. Aber hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Au! Ich wollte gerade abwehren. So, ein Wort mit dir. Ich glaube, im nächsten können wir erstmal wieder... Oh, das war knapp. Beim nächsten Level-Up tun wir erstmal wieder die... Verteidigungskraft erhöhen. GG, da ist es schon. So. Jawoll. Oha. Oha. Was war nun los? Da hat er aber ordentlich was gerade hier reingezimmert.
Was ist denn? Kann ich hier? Ich liebe diese Attacke einfach nur, ne? Irgendwie. Warte mal, hier war ich doch. Ja, hier war ich schon mal. Na ja, toll, dann bringst du uns das nicht, dass wir hier hingekommen sind. Ach ja, ich bin ja... alles klar, nee, ich weiß schon. Überhaupt Schaden an dem Teil anrichten? Also die Flammen hier nicht jetzt? Knapp. Wie wieder sehr, sehr knapp. Zumindest habe ich das so gefühlt gerade. Nee, ich glaube, hier waren wir. Ja, hier waren wir schon. Nee, dann bringt uns das nichts, wenn wir da jetzt... Ich habe aber auch wirklich keinen Stab gefunden oder so, dass ich da irgendwo gesagt hatte, ja, hier geht's lang, holt uns den Stab. Holt euch den Stab. Hilft das überhaupt, wenn ich diese Blitze einsetze? Aha. Okay, da muss ich jetzt mal in der Nähe bleiben, mal gucken. Wenn noch so ein Vieh kommt hier, warte mal, hier oben war doch irgendwo was. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt erstmal hier. Zack. So. Da ist er wieder. General Geis, you asked for me? Your report, Commander. What news do you bring? Our scouts believe he is alive, General. But his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Suramon Caverns and saved a village of natives. As I understand it, his actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... Wenn Cassius gesagt hast, dann würde er doch nie... Cassius! Ah, okay. Ist das unser Name? No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you. Cassius, das ist ja mal interessant. So, Dorf Aurora, die Weihstätte, Bauernhof, Schützenpass, Efeutal, Wald von Abyss. Ich würde gerne mal wieder zu Haley. Wo waren die überhaupt? War ich hier unten? Ich muss einfach jetzt mal gucken gehen. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hoffe es zumindest. Und? Nee, hier bin ich irgendwie falsch gerade. Au! Das war jetzt eher blöd gelaufen. Okay. Oha! Oh fuck, ich brenne ja. Das sehe ich jetzt erst. Ja, gerade ein Haufen umsonst verschwendet. Ich bin der Meinung, das war hier. Hm, hier geht's noch irgendwo lang, wo wir noch nicht waren. Bin ich hier durch? Ja. Oh! Wo geht's denn hier lang? Einen grünen Signalstein brauchen wir.
Den Ort muss man hier merken. Das ist mir neu. Daran erinnern, hier über so ein Ding zu laufen. Die Blitze sind so schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ich würde aber gerne mal zu Haley. Wo ist denn die? Oh, das war knapp. Hä? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja gut, das könnte jetzt ein wenig dauern. Ist natürlich nicht so doll. Hallo. Muss es halt so gehen. Oh, wieder eine Blaupause. Ich glaube aber, diesen Ring haben wir schon. Oh shit. Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Na gut, okay. Spiel an. Welches war denn das Neueste? Das war... das hier. Wo? Scheiße. Wo war denn das jetzt nochmal? War das in die Richtung? Kurz mal warten. Ja, das war hier oben. Ich gehe hier unten gleich nochmal rein. Ohne Momento. Ich muss hier wieder irgendwie zurück. Das ist nicht so meins gerade hier. Ich wollte ja eigentlich zu Haley. Da oben war nicht. Genau, hier müssen wir rein. Gut, Knut. War jetzt natürlich nicht so doll. So, wo war denn Haley überhaupt? Efeutal? Oder Waldabades? Ich geh mal da hin, mal gucken. Ich weiß das echt nicht mehr. Wo Haley war. Hier war es auch nicht. Efeutal erst recht nicht. Nee, da war was anderes. Hey, Haley war doch im Schützenpass. Warum kann ich ihr da jetzt nicht hinfallen? Das wundert mich gerade. Dann gehen wir mal zum verborgenen Hain. Mal schauen, was es hier gibt. Auf jeden Fall können wir hier durchrutschen. Das ist gut. Zugang? Aha. Ah, alles klar. Ich habe so ein ganz doofes Gefühl, dass hier eine Art Dungeon wieder ist. Oha. Eine Frucht. Hier kommen wir nirgendwo lang. Und aufschlitzen kann ich auch nicht. Nee. Dann müssen wir halt wieder zurück. Wir gehen mal unten durch. Ah, eine Kiste. Hallo. So, öffnen wir mal die einfach. Zack. Boah, gab gut Edelsteine. Anhänger von... ein Anhänger. Warte mal kurz. Inventar. Schön. Das ist genau der gleiche, oder? Nee, nicht ganz. Bisschen schwächer. Zumindest was die Angriffskraft betrifft, aber schon nicht schlecht. So. Sonst irgendwas hier? Das? Nö, mehr Mann. Gut, dann
schauen wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Halt, das war die falsche. Hier muss ich durch. Okay, das war's jetzt schon. Das war der verborgene Hain. Wir brauchen etwas, womit wir dort hochkommen. Na gut. Ich würde echt mal interessieren, wo Haley ist. Jihans Bauernhof. Haley. Da ist er, Haley. Aber wie komme ich zu ihr? Those monsters really tore the place apart. Hey, Fidget, can you use that sixth sense of yours to find Gian's watch? Yeah, actually. I'm getting something from down that big scary hole in the ground. Why is it always a big scary hole in the ground? I'll have to get back to you on that, Fidget. In the meantime, we should clear it out for Gian and Oneida. Ach ja, jetzt kann ich mich daran erinnern. Die Uhr, genau. Aber wir gehen erstmal hier lang. Hier gibt es nämlich wieder eine Kiste. Öffnen. Wir haben bald keine Schlüssel mehr. Das ist nicht so gut. Zimtgebäck mal 3. Okay. Ach, das war dieser Bauernhof. Ah, jetzt wüsste ich wieder, was das war. Aber das Loch war vorher noch nicht da. Oh, fuck. Das war knapp. Kann ich hier durch? Ja. Was ist das denn? Totaler Blödsinn. Ach, wegen der Frucht. Alles klar. Nein! Okay. Das war blöd gelaufen. Jetzt. Okay. Noch eine? Ah, hier unten. Oh. Das war knapp. Also noch, knapper geht's ja nicht, ne? So. Da geht's nicht lang, aber irgendwie ist das komisch hier. Irgendwo. Oh, das wird wieder so dunkel hier, ey. Okay, das Loch ist auch auf. Gehen wir mal wieder in. Da ist ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel haben. Oder was ist das? Nee, das. Ach, das ist die Uhr. Das ist die Uhr. Okay, wie komme ich denn jetzt am besten hier lang? Oha. Hübsches Gleichspiel. Schön. Richtig kleines, hübsches Rätselspiel. Das hat mir gefallen. So, die Uhr haben wir. Das heißt, wir können jetzt mal zurück zum Dorf Aurora. Gucken natürlich darauf an, ob wir hier wieder rauskommen. Beziehungsweise den Ausgang finden. Irgendwie. Tja, da haben wir jetzt die Folge nicht so viel gemacht eigentlich. Außer versucht halt irgendwie Haley zu finden. Ist natürlich nicht so doll. Aber ich bin der Meinung, Haley war an diesem Pass gewesen. So. Noch einen Edelstein oder irgendwas gerade bekommen. Dann Dorf Aurora. Wo ist... Ich glaube, hier waren die. Ja, hier ist er. You found it! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me.
Well, we did save your life, remember? Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return, but here, take this set of treasure keys. Thank you, Gien. I'm glad we were able to be of service. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust. Null Problemo. So, wir schauen noch mal nach der werten Gattin. Ich weiß nicht, ob wir von ihr auch noch was bekommen. Dadurch, dass wir ihm ja geholfen haben. Ist ja manchmal blöd. Manchmal ist es wirklich so. Dazu könnten wir gleich mal hier in dem Laden vorbeischauen. Please, Dust. Go there and see if she's safe. Ach so, okay. Das war die Quest, ja. Oben geht's zum Laden und unten geht's aber nicht lang. Doch, da geht's zu diesem schlammigen Dorf. Wheat? Oh, my box. Where is my box? Do you have my box? I must have it back. Hab ich die nicht abgegeben das letzte Mal? Ich kann mich nicht... Ach, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. War der Meinung, ich hab's abgegeben. Na gut, dann halt nicht. So. Ah, hier war sie doch. Oneda. I'm not sure what you did, but Gien is back to his old self again. Okay, gibt nichts Besonderes. Aber hier wollte ich in den Laden jetzt rein. Welcome back. Hast du ein Kinderspielzeug? Do you sell children's toys? Or more specifically, Nimbat dolls? A Nimbat doll? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like that in stock. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you, assuming I had the proper materials. Let me see. With some cotton, fabric, and dye, I'm certain I could make a wonderful Nimbat doll for you. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. Das habt ihr ja nicht mitbekommen wegen dieser Puppe jetzt hier, worum es geht. Da war unten in dem schlammigen Dorf ein Mädchen, die wollte Fidget unbedingt als Haustier oder als Puppe haben. Ah, lass mich auch mal, ich will die haben. Und wir haben natürlich ihr das Angebot gemacht, an der Oberfläche hier zu schauen, ob wir eine Art Puppe davon haben. Wants to feel uneasy about Fidget? You're adorable. I think I might have him make another Fidget doll that I'll just hang on to. I don't know you anymore. Ah, excellent. You brought all the materials. Would you like me to make the doll now? Oh, yeah, bitte. Wonderful. Now, if your companion will just lie down on this fabric. Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. Done. See how well I've captured every Nimbat curve? See? You can use this to measure your doll. It's perfect! No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen. Der nimmt kein Blatt vom Mund. Just shut up and make this stupid doll. Okay, okay. Just give me a moment. Some cotton here, a few stitches there. Maybe a little more cotton up there in the head area? I don't think you're accurately capturing the pure size of Fidget's head. My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. And voila! Another happy customer. And I even had enough material to make an extra one. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobop, but here we go. I'm not talking to you anymore. Schön. Oh, was hier los? Es wird neblig. Wir schauen aber trotzdem noch mal kurz hier rein. Okay, wir haben 6000 Gold. Davon haben wir auch nicht mehr so viele. Ich gehe mal... Ach, dann nehmen wir mal mit. Oha. Wow.
Der hat ja ordentlich was hier drin. Das nehmen wir einmal mit. So. Dann tun wir das mal eben anlegen. Warum was? Inventar hier. E35 Verteidigung, krass. Können wir eigentlich schon was herstellen? Nee, schade. Dann nehmen wir das erstmal an. Gut. So, dann würde ich sagen, ja, wir machen erstmal hier Schluss und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge von Dust wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.